Wie versprochen, schauen wir uns heute die Barrick Gold Aktie an. Wir haben diese bereits unter Manndeckung. Ich möchte auch hier anmerken, ich bin hier bereits investiert in Form von Aktien, aber auch von einem Zertifikat. Das schauen wir uns auch an, wie sich das entwickelt hat. Und ihr gebt dem Video schon mal einen Daumen nach oben. Servus, grüß dich, moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode. Ihr habt es gehört, Barrick Gold ist heute dran. Und wir stellen das dann auch einmal gegenüber zum Goldpreis, weil das ist ja doch das Bedenken, warum sollte ich mir überhaupt eine Barrick Gold Aktie kaufen? Ich kann mir direkt das Gold zu Hause hinlegen oder bei der Bank oder in einer Verwahrstelle. Das ist natürlich jedem selber überlassen, aber wir gehen jetzt rüber an den Chart. Ihr seht hier die Barrick Gold Aktie im Monatschart, um euch nochmal abzuholen. Wir befinden uns innerhalb einer Aufwärtsbewegung von Barrick Gold im übergeordneten Chartbild. Wir haben ein signifikantes Tief im September 2015 fertiggestellt. Dann sollte eine erste Aufwärtsbewegung, die Welle 1, im Juli 16 abgeschlossen haben. Seitdem befindet sich die Barrick Gold Aktie meines Erachtens in einer Korrektur und diese wurde beendet als Welle 2 im Februar mit dem Tief vom Februar 24 diesen Jahres. Und nun sollte uns, und zwar die Welle 3 in der Aufwärtsbewegung weit über, und zwar die römisch-blau geklammerte 3, weit über 100 US-Dollar bei der Aktie bringen. Und innerhalb dieser aufwärts gerichteten blauen 3 findet nun die Welle 1 statt. Jetzt gehen wir noch einmal kurz auf das Chartmuster ein, reine Charttechnik. Wir haben hier ein Hoch und über das Hoch von August 20 gelegt, seht ihr, wir haben noch keinen Ausbruch, zumindest auf übergeordneter Ebene. Wir sind auch über den EMA 50 und zwar in dem Fall natürlich der letzten 50 Monate sind wir noch nicht ausgebrochen. Dafür brauchen wir einen Kursschluss auf Monatsebene oberhalb der 18 US-Dollar. Und da gibt es natürlich jetzt anzumerken, ich habe euch nun einmal eingeblendet die Entwicklung vom Goldpreis. Und ihr seht, Barrick Gold hat nicht einmal im Ansatz überhaupt sich bewegt. Im Gegenteil, im Vergleich zu Gold, was hier zum Jahr 2011, wo das letzte Hoch war von Barrick Gold, steht Gold bereits 50% im Plus, während die Aktie von Barrick Gold 70 bzw. hier in dem Fall 67% im Minus liegt. Also hier ist eine markante Unterbewertung von der Aktie bzw. des kompletten Gold- und auch Silber- und Rohstoffsektors im Allgemeinen zu sehen. Und genau diese Unterbewertung wird der Markt meines Erachtens in den kommenden Jahren wieder ausgleichen, weil in den 80er Jahren war der Edelmetallsektor einmal der stärkste Sektor mit weit über 20% des globalen Marktvolumina, was in Aktienmärkten drin war. Und aktuell sehen wir so, naja, zwischen 1 und 2%. Das wird sich in den kommenden Jahren umkehren, denn wir wissen, viele Staaten werden pleite gehen und entsprechend werden deren Anleihen ausfallen. Deswegen steigen auch die Zinsen in den kommenden Quartalen und Monaten und Jahren weiter an, weil niemand diese Staatsanleihen mehr haben will. Das führt zum Zusammenbruch der westlichen Sozialsysteme, nicht nur der westlichen, viele auf der Welt. Und wer sich falsch positioniert, wird alles verlieren. Nicht nur seine Rente, sondern auch seine Ersparnisse. Wer auf das richtige Pferd setzt, und dazu gehört meines Erachtens auch eine Barrick Gold, wird von dieser kommenden Outperformance, ja, also Überentwicklung, deutlich profitieren und nicht als Verlierer, sondern eher auf der Siegerseite rausgehen. Das ist aber meine persönliche Einschätzung. Ihr müsst das selber für euch entscheiden. Okay, so hier seht ihr einmal eingeblendet die letzten beiden Videos von diesem Jahr und zwar im Februar hatten wir sie fast am Tief abgefischt. Die habe ich selber nochmal nachgekauft und dann im März hatten wir das letzte Video gehabt. Seitdem ist und zwar meines Erachtens Welle 1 abgeschlossen. Ihr habt in Erinnerung die rote 1 nach oben. Splittet sich nochmal auf und zwar in eine 1. Und hier befinden wir uns nun in der Ausbildung einer Welle 2. Ihr habt das Goldvideo sicherlich gesehen.
Ich rechne nochmal, dass wir im Laufe des Junis etwas tiefer kommen um $100 beim Goldpreis. Das dürfte sicherlich auch Auswirkungen auf die Produzenten noch einmal haben als Finale, sodass wir hier eine A, B, C-Entwicklung erwarten dürfen, wo dann der Barrick Gold vielleicht nochmal auf 15,74, aufs 61,8er, vielleicht sogar noch etwas tiefer zurückkommt. Das wäre dann das Finale, um hier reinzukommen bei dieser Aktie. Um es vorwegzunehmen, ich habe ein Knockout-Zertifikat mir damals gekauft, ja, zu 2,91, Knockout hier unten. Und das kann sicherlich durchgehalten werden. Wenn ich aber davon ausgehe, dass wir nochmal einen Rücksetzer bekommen, werde ich dieses Zertifikat, das steht aktuell bei 2,98 zu 301 im Kauf, hier im Verkauf, muss überlegt werden, dieses Zertifikat zu verkaufen, um es dann nochmal etwas günstiger später oder ein anderes oder vergleichbares zurückzukaufen. Ja, so würde ich im Moment vorgehen. Warum bin ich weiterhin so bullisch? Ja, also für aufwärts gerichtete Kurse. Wir haben das erste Quartal mit sehr hohen Kosten. Das ist aber meistens so, oder bei Barrick Gold zumindest, erste Quartal hohe Kosten, da wird alles reingeballert, was so angelaufen ist, Sonderabschreibung oder Wartungsarbeiten. Und wenn man wartet, kann man nicht produzieren, entsprechend gehen die Kosten nach oben, man kann aber weniger verkaufen und so das 1480 US-Dollar AISC in der Produktion, das heißt, die Vollkosten, um eine Unze zu produzieren, sehr hochgegangen ist. Im Laufe des Gesamtjahres wird sich das nach unten entwickeln, sodass ich davon ausgehe, im Gesamtjahr maximal 1400. Wir haben den Preis im Verkauf von 2280 im Durchschnitt, macht eine Marge von $880 je Unze. Davon produzieren sie 4,4 Millionen im Jahr, Pi mal Daumen, ja, sodass hier ein Gewinn rauskommt von 3,8 Milliarden in diesem Jahr. Wenn wir uns das ins Verhältnis setzen, 30 Milliarden Marktkapitalisierung zu 3,8 Milliarden Gewinn, sind wir ungefähr aktuell beim 7,9-fachen Jahresgewinn, wie die Aktie bewertet wird. Im kommenden Jahr, und das ist eine sehr konservative Annahme, gehen die Kosten noch weiter runter. Und ich habe nur mal aus konservativen Gesichtspunkten den Goldpreis konstant gelassen, dann wird daraus ein Gewinn von 4,3 Milliarden. Und dann sprechen wir von ungefähr vom siebenfachen Jahresgewinn, ja, wie die Aktie aktuell einzukaufen ist. Nun, ich rechne aber mit einem starken Ausbruch, persönlich. Ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist die konservative, das ist meine persönliche Meinung. So, und wenn wir jetzt das ins Verhältnis setzen, dann kaufen wir uns die Aktie bereits unterhalb des fünffachen Jahrescashflows vom nächsten Jahr. Das führt zu einer deutlich höheren Dividende, sodass wir hier aktuell fürs langfristige Portfolio, ja, und da will ich ja insgesamt auf 6% kommen. Und dann werde ich hier zum letzten Mal, wenn wir diesen Rücksetzer, den ich aktuell hier eingezeichnet habe, als C sehe, wenn dieser kommt, dann werde ich meine Gesamtposition von Barrick Gold auf 6% aufstocken und zusätzlich ein Zockeranteil wird sicherlich entweder dieses oder ein ähnliches Zertifikat nochmal in mein Portfolio reinrutschen. Das ist meine Einschätzung zur Barrick Gold Aktie. Das heißt, der Rücklauf, den ich hier in einer Welle 2 nochmal erwarte, und zwar der finale Rücklauf, dann werde ich mich nochmal positionieren mit 6% und dann werde ich die Aktie weiterhin für mich als Kernbestandteil eines Depots oder zumindest meines Depots für die kommenden Jahre halten wollen, weil ich die Entwicklung und die Perspektiven für mich zumindest klar sehe. Wie ihr euch entscheidet, ist natürlich nach wie vor euch überlassen. Ich kann auch nur empfehlen, sich auf mögliche Kapitalverkehrskontrollen vorzubereiten. Wie kriegt man gegebenenfalls Geld ins Ausland? Hat man vielleicht schon ein Auslandsdepot? Und davon meine ich halt außerhalb des Euroraumes oder generell außerhalb von Europa. Denn
Ich sehe zumindest, und das war die letzten, wenn man aus der Geschichte gelernt hat, immer so, wenn es brenzlicher wird, dann versucht der Staat, und das macht er ja bereits, auch der deutsche Staat, versucht er, die Menschen zu hindern, ins Ausland zu reisen, beziehungsweise überhaupt ihr Geld ins Ausland transferieren zu kommen. Darauf sollte sich jeder vorbereitet haben und wer es noch nicht gemacht hat, vorbereiten. So. Ich kann da nur Mandanten unterstützen, die ab 250.000 Euro und mehr, weil es hat natürlich deutliche Nebenkosten, wenn du in Südamerika oder sonst irgendwo auf der Welt ein Depot eröffnen möchtest. Und oftmals sind dort auch die Gebühren bei 100, $150 pro Haus, ja, mit zu berücksichtigen. Das heißt, es macht dann keinen Sinn, mit 1.000 Euro zu investieren, wenn ich 100 oder $150 Kosten habe pro Trade. Das heißt, es muss schon ein höheres Volumina sein, indem man dort auf Käufe und Verkäufe setzt. Okay, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben. Meldet mich ab. Hervorragendes Wochenende wünscht euch. Euer Stefan Bode hier aus Hannover.